Hallo und willkommen zu der dritten Episode unseres Marathons Gesunde Atmung. Heute beschäftigen wir uns mit dem Brustkorb und dem Becken. In der ganzheitlichen Sicht auf den Körper sind die seitlichen Brustkorbbereiche mit den seitlichen Beckenbereichen und auch mit den seitlichen Bereichen des Gesichts assoziiert. Und genau so ist dieses Knochen Kinn, dieses Knochen Brustbein und dieses Knochen Schambein auch miteinander assoziiert. Die haben Wirkung aufeinander. So wie die Situation hier oder hier oder hier, so wirkt sich das auf die ganze laterale Linie. Und genauso die Position des Kopfes wirkt sich auf die Position des Brustbeins und auf die Position des Schambeins und gegenseitig genauso. Und jetzt legen wir uns auf den Rücken und machen einen Körperscan. Mit der Zeit lernen wir immer mehr sich spüren und zu beobachten, wie bewege ich mich, wie organisiert sich mein Körper für diese Bewegung. Das ist das Wichtigste, das wir wahrnehmen durch Beobachtungen und durch das Sein hier und jetzt. Nicht denken, nicht irgendwelche Sorgen, Gedanken wechseln, sondern einfach machen und spüren, wie ist diese Bewegung bei mir. Und jetzt den Körper scannen. Lege dich auf den Rücken, schließe deine Augen, entspanne deinen Kiefer. Und spüre, wie dein Körper mit dem Boden kontaktiert. Wir kontaktieren mit dem Boden deine Fersen, Unterschenkeln, Oberschenkeln, Hintern, die Pobacken. Wir kontaktieren mit dem Boden das Becken, seine Knochen, das Kreuzbein. In welchem Abstand vom Boden liegt dein unterer Rücken? Wo ist es mehr Abstand, wo weniger? Wir kontaktieren mit dem Boden deinen Brustkorb, deine Rippen, die Schulterblätter, Oberarme, Ellenbogen, Unterarme, Hände. Wohin schauen die Handflächen? Und wir kontaktieren mit dem Boden deinen Kopf. Liegt dein Kopf zentral und mittig oder rollt er irgendwo hin? Und wenn ja, wohin? Welchen Abdruck hinterlässt dein Körper jetzt im warmen, weichen Sand? Welche Bereiche deines Körpers versinken tiefer als alle anderen? Und welche Bereiche deines Körpers berühren den Sand überhaupt nicht? Sogenannte blinde Zonen, die wir noch nicht wahrnehmen können. Und was wir nicht wahrnehmen, können wir auch nicht steuern. Jetzt spüre, wie du atmest durch die Nase. Dein Mund ist zu. Spüre die Bewegung der Luft durch die Nasengänge. Merke dir diese Qualität und hebe deinen Kinn 1 cm Richtung Decke und atme jetzt. Spüre den Unterschied, ist es besser oder schlechter? Kehre zurück in die neutrale Lage, atme hier. Vergleiche und bringe deinen Kinn Richtung Brustbein und atme hier. Ist das besser oder schlechter? Und jetzt finde die Kopfposition, bei der du die beste Reinströmung der Luft durch die Nase spürst. Und für die erste Bewegung stellen wir die Füße auf.
Legen die Hände auf die 12. Rippen. Die 12. Rippen sind die ganz, ganz unteren. Das sind die schwimmenden Rippen. Die sind vorne am Brustbein nicht befestigt. Die sind nur an der Wirbelsäule befestigt, an den letzten zwei Brustwirbeln. Und nach der 12. Rippe folgt schon der erste Wirbel der Lendenwirbelsäule. Und dazwischen, zwischen TH12 und L1 befindet sich der Übergang. Dieser Übergang kann man auch anders finden, in etwa. Das sind zwei Finger über dem Bauchnabel an der Wirbelsäule. Stellen wir uns vor, da ist jetzt ein Band oder ein Faden gebunden und irgendjemand zieht an diesem Faden hoch. Die Wirbelsäule hebt sich nach oben, unterer Rücken wird sich nach oben wölben, ganz kleine Bewegung. Und unser Becken wird nach vorne rollen und Brustkorb sich heben, um diese Bewegung zu ermöglichen. Brustkorb wird nach hinten rollen, Becken nach vorne und der Kopf nach vorne. Wir versuchen diese Bewegung. Das ist die optimierte Beckenschaukel, vielleicht kennt ihr das schon. Also wir atmen erstmal in die Daumen, die auf den 12. Rippen liegen. Die Schultergelenke sind nicht zum Kopf gezogen. Wenn wir jetzt in dieser Position unsere Ellenbogen auf den Boden geben, ein bisschen mehr Druck aufbauen, können wir spüren, wie unsere Schulterblätter sich auf den Brustkorb setzen und sich stabilisieren und dadurch verhindern, dass die Schultergelenke zum Kopf gehen. Also atmen wir in die Daumen und Bauch halten wir vom Rausfallen nach vorne ab. Wir checken, inwieweit wir rechts und links gleichmäßig den Druck auf die Daumen ausüben können. Und jetzt bei dieser Atmung heben wir den Übergang Richtung Decke. Kleine Bewegung beim Einatmen heben wir. Spüren wir das Becken und Brustkorb auseinanderrollen. Im Höhepunkt hören wir auf, atmen ein. Ausatmen und lassen die Spannung einfach los. Einfach loslassen. Spüren, wie alles in die neutrale Lage kommt. Machen noch einmal und merken, wie diese Bewegung für uns ist. Nochmal beim Einatmen, Übergang nach oben. Hier fixieren, alle unnötigen Spannungen lösen. Und beim Ausatmen loslassen. Und jetzt werden wir darauf achten, dass unser Brustkorb sich dabei nicht bewegt. Wir können unser Brustkorb halten, ja, an den 12. Rippen oder einfach am Brustkorb seitlich. Nur das Becken bewegt sich, wenn wir einatmen und Übergang nach oben sind. Probieren wir mal. Einatmen, Übergang nach oben, das Becken rollt, Brustkorb macht gar nichts. Einatmen, ausatmen und entspannen. Becken rollt zurück in die neutrale Lage. Hier kann man schauen, dass die Bewegung des Beckens rechts und links symmetrisch ist. Kleine Pause, alles entspannen. Nochmal, nur das Becken. Einatmen, Übergang nach oben. Nur das Becken rollt. Beim Ausatmen die Spannung lösen. Jetzt werden wir das Becken fixieren, nicht bewegen und nur den Brustkorb nach oben nehmen, wenn der Übergang nach oben geht. Probieren wir das. Einatmen, Brustkorb rollt nach hinten, öffnet sich so. Der Brustbein geht ein bisschen höher und wir kommen auf die oberen Bereiche der Schulterblätter mit dem Gewicht des Körpers. Probieren wir mal. Wir atmen ein, Übergang nach oben, Becken fixiert. Der Kopf macht seine Bewegung passiv durch die Veränderung der Wirbelsäule. Einatmen, ausatmen und loslassen der Spannung am Übergang. In die neutrale Lage kommen jetzt noch einmal nur der Brustkorb.
Einatmen, Übergang nach oben. Ausatmen und loslassen. Und jetzt machen wir Bewegung mit Becken und Brustkorb synchron zusammen. Wir legen die Hände auf den Brustkorb und auf Schambein und schauen. Oder wenn ich kann, seitlich am Becken geht auch. Wir schauen einfach, dass die Bewegung des Beckens und des Brustkorbs auseinander synchron und gleichmäßig ist. Wir atmen ein und bewegen den Übergang nach oben. Und aus und alles loslassen. Nochmal Übergang nach oben. Die Hände bewegen sich gleichmäßig auseinander. Keine Hand überholt die andere und ausatmen, loslassen. Und jetzt ohne Hände die normale Beckenschaukel nochmal und schauen, hat sich etwas verändert an der Qualität der Bewegung. Wir atmen ein, Übergang nach oben. Ausatmen und loslassen. Wir strecken uns aus und schauen. Was haben diese Bewegungen daran geändert, wie mein Körper jetzt mit dem Boden kontaktiert? Welchen Abdruck hinterlasse ich jetzt im warmen, weichen Sand? Was hat das mit meinem Abstand im unteren Rücken vom Boden geändert? Dann stellen wir die Füße auf und machen die andere Seite der Beckenschaukel. Wir geben jetzt Übergang in den Boden beim Ausatmen. Pressen einfach ein bisschen auf den Boden, spüren wir Bauchmuskeln anfangen, sich anzuspannen und wie das Becken nach hinten rollt und Brustkorb zum Becken geht. Und entspannen. Nochmal kleine Bewegung, ohne große Spannung, Übergang in den Boden beim Ausatmen. Becken rollt nach hinten, Augen schauen nach oben, Kopf rollt nach hinten, Brustkorb geht nach vorne. Bauch fällt nicht nach vorne raus und einatmen und loslassen. Jetzt halten wir den Brustkorb, kontrollieren und jetzt bewegen wir nur das Becken. Einatmen, Übergang in den Boden, nur das Becken rollt nach hinten, Beine helfen nicht, das ist reine Bauchmuskelbewegung. Einatmen, loslassen. Wir bewegen das Becken um die Beine. Nochmal. Ausatmen, Übergang in den Boden. Brustkorb macht gar nichts. Und einatmen und loslassen. Jetzt Becken ist fixiert. Und dann der Brustkorb schließlich vorne. Beweg dich nach unten. Ausatmen, Übergang in den Boden. Nur der Brustkorb. Und loslassen beim Einatmen nochmal. Nochmal beim Ausatmen in den Boden. Spüren die Bewegung des Brustkorbs und loslassen. Und jetzt machen wir die Bewegung synchron, gleichmäßige Annäherung des Beckens und des Brustkorbs mit der Kontrolle der Hände. Ausatmen, Übergang in den Boden. Gleichwertige Bewegung oben unten und loslassen. Nochmal. Übergang in den Boden. Bauch angespannt und unten. Und loslassen. Jetzt ohne Hände die gleiche Bewegung. Übergang in den Boden beim Ausatmen. Und vielleicht deutlich klarere Organisation des Körpers. Und loslassen, ausstrecken und schauen. Was haben diese Bewegungen daran geändert, wie mein Körper jetzt mit dem Boden kontaktiert? Und dann gehen wir weiter.
Mit der nächsten Bewegung stellen wir die Füße auf, legen die Hände in Schloss unter dem Kopf. Wer kann, kann mit Daumen hinter den Ohren anmastoiden, checken die Bewegung. Da ist Kledo befestigt. Und jetzt geben wir den Übergang in den Boden. Spüren wir dabei das Becken auf die Darmbeine, nach hinten rollt und sich hier stabilisiert. Heben Ellenbogen zur Decke, Schultergelenke nach unten, die Augen schauen nach unten, wir heben mit den Händen Kopf vom Boden. Jetzt beim Ausatmen, beim stabilen Becken, hebe ich das linke Bein vom Boden und bewege Knie zum Ellenbogen. Kleine Bewegung, bleibe hier stehen und atme. In den Brustkorb, in die linke Seite, die jetzt vollkommen angespannt ist. Nochmal. Atme grundsätzlich in den Brustkorb, in den Rücken. Checke, wie der Brustkorb ist. Bewege mein Bein nach unten, stelle nicht ab. Atme jetzt. Welchen Unterschied macht das? Stelle das Bein ab und atme jetzt. Bewege den Oberkörper ein bisschen auf die obere Kante der Schulterblätter. Hebe das rechte Bein vom Boden. Bewegen den rechten Ellenbogen zum rechten Knie und atme jetzt. Wie ist das jetzt im Brustkorb? Wohin geht es einfacher, wohin nicht? Stelle das Bein nicht ab, sondern nur einfach über den Boden schweben, atme jetzt. Stelle ab, atme jetzt. Komme zurück, lege mich ab, entspanne alles. Schaue, was haben diese Bewegungen daran geändert, wie der Körper jetzt mit dem Boden kontaktiert. Welchen Abdruck hinterlasse ich jetzt im warmen, weichen Sand? Und dann drehe ich mich auf den Bauch, lege in die Position, ich ergebe mich, Kopf steht auf der Stirn und mache Landau-Reflex. Stütze mich auf den Brustkorb, heb den Kopf parallel zu Boden, Augen nach oben, Kopf hinterher, alleine aus der Halswirbelsäule. Das ist der obere Landau, nichts anderes spannt an. Augen gehen weiter nach oben, ich komme Wirbel für Wirbel aus der Brustwirbelsäule, nicht zu hoch. Stehe ich hier und atme. In den Rücken und aus. Unter dem Bauch ist Lavasee. Bauch ist ein bisschen angesammelt. Ich stütze mich auf die Rippen, auf den Brustkorb, auf die Beine meinetwegen, auf Schambein vielleicht, aber nicht auf die Unterarme. Und jetzt gebe ich beide Leisten in den Boden und ich hebe langsam meine Beine vom Boden. Spüre die komplette Anspannung der Wirbelsäule hinten und atme jetzt. In den Rücken und aus. Bauch ist ruhig, nochmal. Setze die Beine ab, entspanne meine Leisten. Senke mich langsam auf den Brustkorb. Augen nach unten, Kopf nach unten und auf die Stirn und alles entspannen. Und schauen, was entspannt sich noch. Nochmal. Kopf parallel zu Boden, durch Abstützen auf dem Brustbein. Augen nach oben, Kopf nach oben. Langsame Bewegung, Wirbel für Wirbel. Weiter nach oben und innerhalb der Komfortzone aufgehört. Atmen. Schauen. Jetzt Leisten an den Boden. Beide Beine, Po Backen anspannen. Beide Beine heben. Und atmen. Weiterhin keine Stütze auf die Arme. Könnt ihr Arme heben ohne Veränderungen im Körper. Beine absenken, Leisten pro Backen entspannen, runterkommen, Augen nach unten, Kopf nach unten und auf die Stirn abstellen und alles loslassen.
Was entspannt dich noch? Dann drehe ich mich auf den Rücken und schaue, was haben diese Bewegungen daran geändert, wie der Körper mit dem Boden kontaktiert. Welchen Abdruck hinterlasse ich jetzt im warmen, weichen Sand? Was hat sich geändert? Vielleicht spüre ich mehr Bereiche im Kontakt mit dem Boden als ganz, ganz am Anfang. Und dann legen wir uns auf die Seite. Wir legen uns diesmal mit langen Beinen, als würden wir stehen. Füße aufeinander, Außenkante des unteren Beins im Bodenkontakt. Das hängt davon ab, wie gut die Hüftgelenke sind. Wer es nicht gar nicht kann, dann kann ein bisschen Knie des unteren Beins anwinkeln. Wir werden jetzt schauen, wie Transversus Abdomini arbeitet. Transversus Abdomini ist unser wichtigster, einer der wichtigsten Ausatemmuskeln und er kann sich nur hier anspannen, hier in diesem Bereich zwischen dem Brustkorb, zwischen den unteren Rippen und der Beckenkante hier. Hier werden wir spüren, dass dieser Muskel anspannt. Wir legen gerade, Arm klebt, Ohr klebt am Arm. Wir schauen weder nach unten noch nach oben, sondern vor uns. Jetzt heben wir und wir spüren, welche Punkte zwischen uns und dem Boden existieren. Bauch angespannt, damit er nicht rausfällt und untere Rücken damit wird entlastet. Wir heben das obere Bein, Fuß zu sich, spüren, was ist hier, nichts, ja, immer noch weich. Und jetzt durchstützen auf die Hand, auf die Rippen, auf den Trochanter, das ist so eine Kugel, spürbare Kugel unter der Hüfte quasi, ja. Heben wir das andere Bein nach oben, ohne zu wackeln. Und in dieser Position spüren wir, es hier ist hart, transversus arbeitet. Jetzt atmen wir einfach in den Rücken. Eins. Zwei. Wir stoßen uns vom Boden, als würden wir jetzt auf die Decke springen wollen. Und drei. Unterschiede in den unteren Bereich, im oberen Bereich. Absenken. Das andere Bein auch. Auf den Rücken legen und schauen. Was haben diese Sachen daran geändert, wie der Körper jetzt mit dem Boden kontaktiert? Vergleichen die Körperhälften miteinander. Welche liegt tiefer zu Boden? Atmen wir in den Brustkorb, schauen. Welche Hälfte arbeitet leichter, weiter? Und dann drehen wir uns auf die andere Seite. Machen wir das gleiche hier. Eine Linie. Schauen, wie liege ich auf dieser Seite. Vielleicht ist hier meine Position des unteren Fußes auf dem Boden einfach oder schwerer. So, das Bein gehoben, Fuß zu sich. Jetzt das untere Bein dazu. Spüren hier Anspannung, hart und atmen. Eins. Zwei. Wohin geht es leichter? Und drei. Beide Beine langsam sinken, ohne fallen zu lassen. Sich auf den Rücken legen und schauen, was haben diese Bewegungen daran geändert, wie der Körper jetzt mit dem Boden kontaktiert. Augen geschlossen, alles entspannt. Atmen durch die Nase und spüren, wir kontaktieren mit dem Boden Fersen, Unterschenkeln, Oberschenkel, die Pobacken. Welchem Abstand liegt unterer Rücken vom Boden? Wir kontaktieren mit dem Boden deinen Brustkorb, deine Schulterblätter, Arme, Hände und der Hinterkopf. Was hat sich geändert in diesem Kontakt mit dem Boden? Welche Bereiche deines Körpers versinken tiefer im warmen, weichen Sand? Welche Bereiche sind vielleicht dazugekommen, die am Anfang der Lektion nicht da waren? Und welche blinde Zonen hast du jetzt? Die Bereiche, die du nicht wahrnehmen kannst.
Und dann über die Seite setzen wir uns auf. Die Lektion ist damit, also ganz rechtliche Lektion, wieder mal beendet. Jetzt Hausaufgabe, was hier nicht geklappt hat, irgendwelche Bewegungen, die entweder von zu viel Spannung woanders begleitet wurden oder einfach nicht klar waren oder gar nicht geklappt haben, ja, die machen wir jetzt. In den restlichen Tagen der Woche machen sie gut. Es kann sein, dass so eine Bewegung 14 Tage braucht, weil so viel braucht Gehirn für die Ausbildung neuer neuronaler Verbindungen, Ketten. Aber das wird, ja, und jede Veränderung, jede Optimierung der Bewegung auf der Matte bringt optimierte Bewegung im Alltag. Und die mechanische Aufgabe ist Befreiung des Zwerchfells, die Arbeit mit der Hautfalte. Wir nehmen senkrechte Hautfalte über den unteren Rippen und führen sie um den Körper herum. Von der Mittellinie vorne bis zur Mittellinie hinten. Das geht. Ja, man kann mit beiden Händen führen. Bis zur Mitte gekommen, wieder zurückgehen. Für die andere Seite genau so. Halten, atmen für alle, die nicht rollen können. Und ansonsten rollen, rollen, rollen. Ja, jeden Tag eine Minute reicht. Das die andere Sache ist senkrechte, waagerechte Falte. Wir nehmen eine Falte und bewegen sie nach unten über die Rippen und zurück. Dann verschieben wir uns, nehmen Falte, bei Frauen direkt unter der Brust. Rollen nach unten über die unterste Rippe und zurück. Und genauso gehen wir alle Bereiche hinten, kann euch vielleicht der Partner helfen. Oder man macht das selbst, das ist durchaus möglich. Ja, und unser Brustkorb hier im Bereich des Zwerchfells muss rund wie ein Fass sein. Im Idealfall sind keine Rippen eingezogen und keine Rippen ausgestülpt. Und ansonsten beobachten, wenn es Einziehungen gibt, ja, wo sind sie und schauen, welches Organ ist darunter. Ja, vielleicht ist das signifikant für euch. Und dann gehen wir weiter. Bye, bye.